Infocard. Weltrekord. Und Winzer geht das jetzt mit dem Bracket. Was mit dem Bracket? Jo. 260. Da bin ich auf der Bohrhaft. Meinst du das? Ach so. Ja, Unterschied. Was kann ich denn überhaupt picken, wenn dann hier auf jeder andere Geschichte? Muss man jetzt gucken. Also an sich, der hier ist im Schaufel. Weil das lustig ist. Das heißt, ich mag bei den Die Musik jetzt zu kommen, passt halt irgendwie bei dem Matchup irgendwie. Das ist halt so richtig. Weiß ich nicht. Macht doch keinen Sinn. Das ist Minecraft irgendwie wie. Das ist kein Minecraft. Ah ja, der Falk schlägt sich gut. Es ist einfach ganz toll, dass er nicht approachen muss. Der kann halt keine Body bewegen, die anschlagen. Was sagt denn der Chat? Hat das Schwobo Falko machen? Ach, sieht jetzt auch wetten, ne? Haben wir das noch nicht, wir machen das erst später, weil auch zu wenig Leute da sind. Okay. Also, ich meine, Falko hat mir gesagt, er hat relativ wenig gespielt, aber nicht mit der Lücke, sondern von Teil nach dem würde ich ihn mal checken. In seinem Partner war das schlecht, aber so sieht es ja gerade ziemlich gut aus. Wenn wir gegen Steve den Kill finden, ist es wahrscheinlich ein bisschen dazu. Du brauchst selbst einen Zweifel, dass du nicht mal gut ist. Kann ich mich einloggen und denken, ich selber noch. Ja, rein theoretisch kannst du es machen. Das wäre so ein Basti-Move auf jeden Fall. Ja, so richtig. Nur um den VIP-Ehrenplatz zu bekommen. Den man bei 50.000 Punkten bekommt. Oh. Extra aus der Tunnel rausfliegen, dass er am nächsten Mal wieder reinkommt. Die richtigen Scheiß hat er halt nicht gegrindet. Anscheinend kann die Abwehr von dem Kind ein Hut zerstören. Sah das gerade so aus? Kann man das nicht generell hätten, und wenn es gut Damage ist, jetzt kann Wenn es gut Damage ist, aber ich hab nicht gedacht, dass wir viel Abwehr dafür reicht. Aber die Damage in diesem Game ist einfach so random. Der Ball. Sieht das fehlt. Nice. Das kommt auch schon das zweite Abzug des Tages, nachdem wir das erste direkt im ersten Spiel hatten. Wie heißt denn das Game, wo man so einen Ball gegen eine Wand haut? Squash oder so? Ja. Das Squash. Das ist das Spiel über die ganzen Manager irgendwie, weil das Spiel das so anstrengend, dass du noch 5 Minuten mit dem Arsch bist. Also du wirst kaputt. Und das kannst du ja nicht in der Pause spielen, wenn du gerade arbeitest für 5 Minuten oder so. Ja, wir gewinnen. Oh, Digga, so kommen wir zusammen mit dem Block. 2-1. Jetzt schon ein ganzes Stock-Lead? Wir kriegen gerade Infos rein, ein bisschen Geld. Ich bin hier 2-1 gegen Schiphol. Da kommt das Wildcard, das ist so erzielt. Da kann man einfach. Ich glaube nicht, dass das ein Teil-Rocker-Strom ist, schon fast down. Das sind Kill-Personen bei mir, wenn er jetzt gut gelesen hat. Ein Äpfel, und da ist er, genau, als ich gesagt habe. Und das können wir jetzt nicht so.
Das ist ja fancy. Das ist auch einfach zu verdienen. Game Nummer 2. Schrobert auf jeden Fall vom ersten Spiel gehabt. Aber Falco ist für mich auf jeden Fall der Held des Tages, wenn das Steve direkt in Runde 1 raushaut. Hoffen wir, dass es weiter geht. Welchen Charakter hast du eigentlich am meisten? Steve. Echt? Also weiß ich nicht. Ich hasse gar nicht so viele Charaktere, aber Steve ist also nicht nutzen. Und viele denken, bei vielen Rücken ich nur 1, 2 Mütze. Aber die Charaktere sind bei Pyro Nooker, finde ich das schon was aus dem Ordnung. Aber nicht Pyro Side und auch nicht Lightning Buster. Lightning Buster ist ein guter Punkt. Ja, die ist voll hier Fox am Ordnung, das hat mich trotzdem. Ich dachte, mal erst du. Erst machen wir das. Genau, das Regen ist ja nicht mehr da. Also Musa und dann die Wille auf jeden Fall. Ich finde so ein Advokat, was wir jetzt spielen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es halt immer so Musa so, okay, man würde das was. Ja, ja. Also was, das geht ja jetzt nicht mehr. Also, deswegen. Musa muss ja erstmal nachher ausholen, weil sie haben immer nicht mehr so. Der gefällt mir schon wieder in die Dritte. Das Spiel ist viel besser gegen Steve als ich. Ja, und da was ist der Dritte. Ich muss auch. Ich bin nicht mehr so gut. Das war eine sehr weirde Szene, aber es war echt ein krasses Backstabbing. Was? Das war auch so zappig. Ich habe keine Höhle mehr gehabt, ich konnte kein Glück. Das war lustig, dass er das geblockt hat. Das macht so Airborne war in der Hunde. Er fällt doch eins, oder hier. Ja, eins. Ja, ich hab's. Aber immer noch, ich weiß, was zu erinnern. Und der Absmash ist irgendwie der vom Design her der weirdeste Move von Steve auf jeden Fall. Einfach, dass er so ein Block da oben zum Lava-Block. Das ist schlecht. Keine Ahnung. Oh, ist das die Kombo? Abbauen. Ich will einfach da stehen, dass ich gucke. Oh, das ist gefährlich. War nice, oder? Mach den Nachtstreif. Die Böse, richtig? Das könnte natürlich auch sein. Er terrorisiert jetzt die ganze Newcomer-Musus-Bracket, Leute.